Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Ich habe euch wieder ein schönes Muster für einen Läufer mitgebracht. Es ist relativ einfach zu häkeln und habe euch wieder Reihe für Reihe erklärt, sodass jeder das gut nachvollziehen kann. Und das Muster sieht toll aus. Also ich finde es richtig schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, was soll ich noch sagen? Besucht mich auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr mögt. Fragt mich, wenn ihr Fragen habt. Am besten über Facebook, gern über Messenger oder auch direkt auf der Seite, damit eben auch, wenn eine Frage da ist, auch die anderen gleich die Antwort lesen können. Vielleicht haben sie auch dieselbe Frage wie ihr und freuen sich, wenn ich da euch bzw. demjenigen, der gefragt hat, antworte und die auch gleich die Antwort haben. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Habt einfach viel Spaß beim Häkeln und ich wünsche auch natürlich euch auch viel Spaß bei diesem Muster. Und ich freue mich wie immer über Fotos von euren Projekten. Okay, dafür sage ich schon mal ganz lieben Dank im Voraus. Und jetzt fangen wir aber mal an mit Häkeln. Okay, aber los geht's los. So, meine Lieben, wir brauchen für dieses wunderschöne Muster eine Maschenanzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 1. Das heißt, ihr nehmt erst eine Maschenanzahl auf, die durch 4 teilbar ist. Wenn ihr diese dann aufgenommen habt, kommt zum Schluss noch die eine, kommt noch plus 1 hinzu, ja? Ich zeige euch das hier insgesamt mit 45 Maschen. Das heißt, 44 ist durch 4 teilbar. Die nehme ich auf und zum Schluss kommt die plus eine Masche hinzu. So habe ich 45 Maschen. Okay, fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5. 43, 44. So, 44 habe ich aufgenommen, die sind durch 4 teilbar und jetzt kommt plus eine Masche hinzu. Jetzt haben wir genau die Maschenanzahl, die wir für dieses schöne Muster benötigen. So, jetzt fangen wir an mit Reihe 1. Wir nehmen 5 Luftmaschen auf. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt guckt ihr, dass ihr euch 7 Maschen abzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und in die 8. Masche stecht ihr ohne Umschlag ein, holt euch den Faden und häkelt eine feste Masche. Dann häkelt ihr wieder 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr lasst hier unten 3 Maschen frei. 3 Maschen freilassen. So, mal ein bisschen ranholen hier. So, da haben wir hier 1. Man erkennt es schlecht. Moment, ich gucke mal, ob wir das ein bisschen anders drehen. Nee, geht nicht. Okay, nochmal. Also, wir haben hier 1. Richtig gucken. Hier sind wir drin. Ja. So, und dann müsst ihr gucken. 1, 2, 3. In die 4. stecht ihr dann wieder ein und häkelt wieder eine feste Masche. So. Dann wieder 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder 3 Maschen freilassen. Also 1, 2, 3 in die 4. einstechen und eine feste Masche häkeln. Dann wieder 5 Luftmaschen und wieder 3 freilassen. Das machen wir die ganze Reihe. Wieder 3 freilassen, in die 4. einstechen, feste Masche häkeln. Das machen wir die ganze Reihe und am Ende der Reihe bin ich wieder da. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. Am Ende der Reihe habt ihr jetzt noch 2 Maschen frei. Da häkeln wir jetzt 2 Luftmaschen, machen einen Umschlag und gehen in die letzte Masche. Also eine Masche lassen wir hier quasi noch frei und gehen in die letzte Masche und häkeln ein Stäbchen.
Und da haben wir die Reihe 1 geschafft. Kommen wir zur Reihe 2. Die Reihe 2 beginnt mit 4 Luftmaschen. 4 Luftmaschen am Anfang der Reihe 2 und wir wenden. Wir nehmen uns einen Umschlag und wir stechen hier vorne in die erste Masche nochmal ein. Gleich vorne in die erste Masche nochmal einstechen und ein Stäbchen bis zur Hälfte häkeln. Das heißt, wir nehmen uns den Umschlag und wir ziehen durch die ersten beiden Schlaufen durch. Die anderen lassen wir auf der Nadel. Wir nehmen uns einen Umschlag. Wir gehen jetzt hier zum nächsten Bogen. Da stecht ihr in die dritte Luftmasche ein. Da haben wir ja 5 Luftmaschen gehäkelt in der ersten Reihe. In die dritte stecht ihr ein, häkelt wieder die ersten beiden Schlaufen ab. Dann habt ihr noch 3 auf der Nadel. Die häkelt ihr dann mit einmal ab. So. Jetzt macht ihr 3 Luftmaschen. Umschlag. Und wir stechen nochmal in dieselbe Masche, also in die dritte Luftmasche ein. Nochmal, wo wir schon drin sind, in die einstechen, Faden holen. Wieder die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen. Umschlag. Wir gehen zum nächsten Bogen. Auch da in die dritte Luftmasche von den 5 Luftmaschen der Vorreihe. Einstechen, in die dritte Luftmasche, Faden holen. Die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und zum Schluss alle 3. Dann kommen wieder 3 Luftmaschen. Umschlag. Wir gehen wieder in dieselbe Masche. Holen den Faden, häkeln wieder die ersten beiden Schlaufen ab. Die anderen lassen wir auf der Nadel. Umschlag. Zum nächsten Bogen gehen. Wieder in die dritte Luftmasche. Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und zum Schluss alle 3. Und dann entsteht hier so ein Muster aktuell. Ja? Dann kommen wieder 3 Luftmaschen. Umschlag. Wir stechen wieder in dieselbe Masche, die wir gerade hier mit dem Stäbchen behäkelt haben, nochmal ein, also wieder in die dritte Luftmasche. Faden holen, die ersten beiden abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen, Umschlag und wir gehen zum nächsten Bogen, auch da wieder in die dritte Luftmasche und wieder die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und zum Schluss alle 3. Das machen wir die ganze Reihe und am Ende der Reihe 2 bin ich wieder da. Bis gleich! So, wir sind am Ende der Reihe. Wir haben jetzt hier nochmal 3 Luftmaschen gehäkelt. Wir stechen auch hier nochmal in die schon behäkelte Masche ein. So, auch hier 2 Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen. Dann wieder den Faden um die Nadel. Wir sind jetzt hier hinten am letzten. Da stecht ihr jetzt in die dritte von hier ab, von der festen Masche gezählt, 1, 2, da stecht ihr in die dritte Masche ein, holt euch den Faden, auch hier die ersten beiden abhäkeln und zum Schluss alle 3. Dann macht ihr eine Luftmasche, Umschlag, und ihr stecht nochmal in dieselbe Masche ein, hier in die dritte, ja? Okay. Also hier nochmal einstechen und dann ein Stäbchen häkeln. So, und da haben wir Reihe 2 geschafft. Kommen wir zur Reihe 3. Die Reihe 3 beginnt mit einer Wendeluftmasche. Also wir häkeln eine Luftmasche und wir wenden. Wir stechen hier vorne ohne Umschlag nochmal in die erste Masche ein und häkeln eine feste Masche. Dann macht ihr 3 Luftmaschen. Hier bei unseren 5 Luftmaschen, 3 Luftmaschen, Entschuldigung, stecht ihr in die zweite Masche ein,
Hier in die zweite Masche der drei der Vorreihe und häkelt eine feste Masche. Dann wieder drei Luftmaschen. Geht zum nächsten kleinen Bogen. Hier die drei Luftmaschen, da in die zweite einstechen. Feste Masche häkeln. Dann wieder drei Luftmaschen. Zum nächsten Bogen, da auch wieder in die zweite Masche einstechen von den dreien. Feste Masche häkeln. Wieder drei Luftmaschen. Und auch in den nächsten Bogen in die zweite Masche einstechen. Und feste Masche häkeln. Das machen wir auch die ganze Reihe. Und dann bin ich am Ende der Reihe wieder da. Bis gleich. So, wir sind am Ende der Reihe 3. Da machen wir jetzt auch nochmal 3 Luftmaschen. Und jetzt stecht ihr aber hier auch in quasi in die zweite Masche ein, ab hier gezählt 1, 2 in die zweite einstechen und eine feste Masche häkeln. Und dann haben wir Reihe 3 geschafft. Kommen wir zur Reihe 4. Die Reihe 4 beginnt auch mit einer Wendeluftmasche. Wir machen also eine Luftmasche und wir wenden. Wir stechen auch hier vorne in die allererste Masche nochmal ein, ohne Umschlag. Holen uns den Faden und machen eine feste Masche. Jetzt macht ihr 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Macht einen Umschlag. Und ihr stecht jetzt in die gerade gehäkelte feste Masche. Da stecht ihr ein, hier direkt in die feste Masche einstechen, Faden holen. Jetzt habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel. Ihr häkelt die ersten beiden Schlaufen ab, die anderen auf der Nadel lassen. Faden um die Nadel, wieder in die feste Masche einstechen, Faden holen. Die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und die anderen auf der Nadel lassen. Umschlag. Nochmal in die feste Masche einstechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und zum Schluss haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel, dann häkeln wir die mit einmal ab. Wir haben im Prinzip eine Dreifachnoppe gehäkelt, ja? Okay. So, jetzt geht ihr in die nächste feste Masche hier. Da stecht ihr ein ohne Umschlag, einstechen. Faden holen, feste Masche häkeln. Jetzt kommen wieder 7 Luftmaschen. Umschlag. Ihr geht jetzt wieder in die gerade gehäkelte feste Masche, stecht ihr ein und häkelt wieder die Dreifachnoppe. Also die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen beiden auf der Nadel lassen. Umschlag. Wieder in die feste Masche einstechen und wieder die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen. Umschlag und nochmal in die feste Masche einstechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln. Jetzt habt ihr 4 Schlaufen auf der Nadel, die häkelt ihr jetzt mit einmal ab. Und schon geht ihr wieder zur nächsten festen Masche der Vorreihe. Da stecht ihr ein und macht eine feste Masche. So, und die feste Masche, die wir gerade gehäkelt haben, da stechen wir gleich wieder ein, nachdem wir 7 Luftmaschen gemacht haben. 3, 4, 5, 6, 7, Umschlag. Hier ist die gerade gehäkelte feste Masche. Da stecht ihr ein und häkelt eure Noppe. Und dann geht ihr wieder rüber zur nächsten festen Masche und häkelt da auch wieder eine feste Masche. So sieht das aktuell aus. Also immer
7 Luftmaschen, dann in die feste Masche, die ihr gerade vor den 7 Luftmaschen gehäkelt habt, dann einstechen, diese Noppe häkeln, ja, und dann rutscht ihr schon rüber zur nächsten festen Masche hier, ja, also beziehungsweise hier, wenn ihr die Noppe gehäkelt habt, stecht ihr in die kommende feste Masche ein und häkelt da eine feste Masche, dann wieder die 7 Luftmaschen, dann kommt die Noppe in die gerade gehäkelte feste Masche, und zwar eine Dreifachnoppe, also 1, 2 und 3. Zum Schluss dann die 4 Schlaufen auf der Nadel abhäkeln und rüber zur nächsten festen Masche und wieder eine feste Masche häkeln. Und dann kommen wieder die 7 Luftmaschen. Dann häkeln wir die Reihe, dann bin ich wieder da. Bis gleich. So, wir sind am Ende der Reihe 4 angekommen. Ich habe hier schon mal die 7 Luftmaschen gehäkelt. Auch da wieder Umschlag. Hier haben wir die feste Masche. Da stecht ihr mit Umschlag wieder ein. Häkelt eure Noppe. Und dann zum Schluss hier hinten geht ihr auch hier in die feste Masche rein und häkelt da wieder eine feste Masche. Und dann haben wir die Reihe 4 geschafft. Kommen wir zur Reihe 5. Die Reihe 5 beginnt mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und wir wenden. Wir haben jetzt hier unsere 7 Luftmaschen. Da stecht ihr jetzt in die vierte ein, also die Mitte, ja, von 7, 1, 2, 3, da ist dann die vierte die Mitte. Und häkelt da eine feste Masche. So, dann wieder 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Ihr geht jetzt hier zum nächsten Bogen, da auch in die vierte Masche einstechen, der 7. Ups. Und eine feste Masche häkeln. Dann wieder 5 Luftmaschen. Nächster Bogen. Und auch da in die vierte Masche einstechen. Und eine feste Masche häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe bin ich wieder da. Bis gleich. So, wir sind am Ende der Reihe 5 angekommen. Da macht ihr auch nochmal 5 Luftmaschen. Stecht hier auch in die vierte Masche ein. Macht eine feste Masche. Dann häkelt ihr 2 Luftmaschen. Ein Umschlag. Und hier hinten in die feste Masche, hier hinten in die feste Masche, da häkelt ihr noch ein Stäbchen. So, und dann haben wir im Prinzip das Muster soweit geschafft. Das wird jetzt ab Reihe 2 immer wiederholt. Die Reihe 2 zeige ich euch nochmal. Also jetzt geht es weiter mit Reihe 2. Wie gesagt, Reihe 2 bis 5 wird jetzt wiederholt. Das heißt, Reihe 2 beginnt mit 4 Luftmaschen und wir wenden. Wir machen einen Umschlag. Wir stechen hier vorne in die allererste Masche nochmal ein. Wir häkeln die ersten beiden Schlaufen ab, die anderen lassen wir auf der Nadel. Wir machen einen Umschlag. Wir gehen zum nächsten Bogen, da stechen wir in die dritte Luftmasche der 5 Luftmaschen der Vorreihe ein, häkeln die ersten beiden Schlaufen ab, zum Schluss alle 3. Dann kommen 3 Luftmaschen, Umschlag,
Wir stechen jetzt nochmal hier in dieselbe Masche nochmal ein, häkeln die ersten beiden Schlaufen ab, die anderen auf der Nadel lassen, Faden um die Nadel und wir gehen zum nächsten Bogen, auch hier in die dritte Luftmasche unserer Fünfer Luftmaschen, in die dritte einstechen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und zum Schluss alle drei. Wir häkeln hier im Prinzip wieder die Stäbchen zusammen, ja, von Bogen zu Bogen. Dann wieder drei Luftmaschen, Umschlag, wieder in dieselbe Masche stechen, von dem eben gehäkelten Bogen hier, die ersten beiden abhäkeln, Umschlag, wir gehen zum nächsten Bogen, auch da in die dritte Luftmasche, in die dritte Luftmasche, da ist er. Das ist die dritte Luftmasche. Da auch wieder einstechen und die ersten beiden abhäkeln und zum Schluss dann wieder alle drei, dann wieder die drei Luftmaschen und so weiter. Ja, und dann kommt halt Reihe 3, dann wieder Reihe 4 und so weiter. Ja, okay, also jetzt wie gesagt, Reihe 2 bis Reihe 5 stetig wiederholen und genau, dann bis gleich. So ihr Lieben, ich habe meinen kleinen Läufer fertig. Ich finde das Muster richtig schön. Und so sieht es aus vorm Spann. Dann seht ihr, dass das hier auch immer noch ein bisschen in die Breite geht. Das kommt dadurch, dass hier diese Reihe ein bisschen immer enger ist beim Häkeln. Aber ihr müsst es eh spannen. Und dann seht ihr, wenn ihr das auseinanderzieht, dass das gerade wird. Ja? Okay, also wirklich schön spannen. Und das sieht so toll aus. Ich finde das Muster wirklich schön. Also richtig schön. Ja. Und dann werde ich es jetzt mal spannen und dann bin ich nochmal da. Und dann messen wir es aus, wie es nach dem Spannen ist. Wir können natürlich das jetzt vorher schon mal ausmessen, wie es vor dem Spannen ist von der Länge. Ich habe nicht ganz ein Knäuel verbraucht, also nicht ganz 50 Gramm von der angegebenen Wolle. Da habe ich jetzt 42 cm in der Länge. Wenn wir es jetzt ein bisschen auseinanderziehen schon mal, so, dann ist es in der Breite aktuell 15 cm. Ja? So, da werde ich das jetzt spannen und dann schauen wir mal, wie es nach dem Spannen ist von der Größe, ja? Dann bis gleich, meine Lieben. So, ihr Lieben, dann habe ich das Deckchen jetzt gespannt, ja? Dann schauen wir mal, wie jetzt die Maße sind. Da habe ich jetzt hier eine Breite von ca. 17,5 cm und in der Länge sind es jetzt 49 ungefähr, ja, okay, also, ich habe ganz viel Spaß gehabt bei dem Muster und hoffe, ihr habt auch so viel Spaß und ja, dann sage ich wie immer, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und besucht mich auf Facebook, Instagram, wenn ihr mögt und dann habt einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Tschüss.